Die neue Mercedes-Benz E-Klasse und der neue CLA. Die neuen. Ungezähmt und in Bestform. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Mittwoch. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie. TBC im Oberallgäu. 150 Bauern marschieren zum Landratsamt in Sonthofen. Nahversorgung im ländlichen Raum. Tagung zu Dorfläden und Co. in Wolfertschwenden. Und mit dem Jobrad zur Arbeit. Neues Leasingmodell macht Radfahren attraktiver. Die Rinder-TBC ist seit letztem Dezember Thema bei den Landwirten im Oberallgäu. Die Reihenuntersuchung des Landkreises bei allen Rindern über 2 Jahren sorgt seitdem für viele Debatten. So führte anhaltende Kritik der Bauern zu einer Änderung bei dem Testverfahren. Diese Reihenuntersuchungen und die damit verbundene Sperre bei Verdachtsfällen stoßen unter anderem bei der Interessengemeinschaft Gesunde Tiere auf Widerstand. Sie hat daher für heute zu einer Demonstration in Sonthofen aufgerufen. Erhitzte Gemüter bei den über 150 Demonstranten in Sonthofen. Die Landwirte wollten gemeinsam auf die Situation von 2 Oberallgäuer Bauern aufmerksam machen. Dazu aufgerufen hatte die Interessengemeinschaft Gesunde Tiere, kurz IGGT. Einer der betroffenen Landwirte ist Bernhard Krötz. Die Milchverarbeitungssperre des Landratsamts hat ihn hart getroffen. Ja, wir stehen vorm Aus. Wir können nicht mehr produzieren, wir können nicht mehr verkaufen. Wir müssen trotzdem unsere Tiere füttern, wir müssen trotzdem Heu ernten, die laufenden Kosten gehen weiter. Also wir haben keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das, obwohl die Milch verkehrsfähig ist, verarbeitungsfähig ist und die Produkte verkauft werden könnten. Auf seinem Hof war ein Verdachtsfall aufgetreten. Das Tier musste getötet werden. Bernhard Krötz kritisiert das Testverfahren. Es gebe zu viele falsche Befunde. Daher verweigerte er weitere Tests. Die Folge, sein Hof wurde gesperrt. Ein weiteres Problem ist der Test auf TBC bei seinen Ziegen. Laut IGGT seien diese Tests noch im Versuchsstatus. Das Landratsamt widerspricht. Die Methode ist in der Tiermedizin seit Jahrzehnten Standard. Doch Krötz und die IGGT bleiben bei ihrer Meinung. Der Zusammenhalt untereinander wird großgeschrieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was wir die letzten 4 Monate jetzt durchgehalten haben, ohne dass wir eingeknickt sind und nochmal untersuchen lassen haben. Dass viele, viele Tiere gerettet werden und viel, viel Unrecht abgewendet wird. Krötz schreckte sogar vor dem Weg vors Gericht nicht zurück. In einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg konnte er einen Teilerfolg erreichen. Danach soll die Milchverarbeitungssperre für seinen Betrieb aufgehoben werden. Gebhard Kaiser befürchtet, dass dadurch die Sicherheit für die Verbraucher nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Reihenuntersuchungen sind ein zentraler Kritikpunkt der IGGT. Bisher waren diese auf das Allgäu beschränkt. In den kommenden Jahren sollen sie auf ganz Bayern ausgeweitet werden. Die Kritik an der Untersuchungspflicht kam bei der Demonstration vor dem Landratsamt zur Sprache. Vor allem die Tötung von Tieren mit TBC-Verdacht wurde kritisiert. Wir sollen einmal rechtlich korrekt und fachlich korrekt diese Untersuchungen machen. Wenn sie das korrekt machen, dann stellen sie fest, dass diese Untersuchungen so nicht nötig sind. Diese Tests, die eingesetzt werden, machen sehr viele falsch positive Ergebnisse, das wissen sie. Und diese Tiere werden dann vernichtet und werden der Öffentlichkeit als TBC-erkrankte Tiere verkauft. Landrat Gebhard Kaiser stellte sich den Demonstranten, doch die IGGT ließ ihn nicht zu Wort kommen. Sie kritisierten den Umgang mit den Bauern und dem Thema TBC im Oberallgäu. Die Interessengemeinschaft für gesunde Tiere wählte harte Waffen und krönte ihre Landratspuppe zum Tierbeseitigungs-Cäsar. Ich nehme aber solche Demonstrationen ernst und wir haben ja die Gedanken zur TBC immer ausgetauscht. Aber hier sind natürlich auch viele persönliche Angriffe gemacht worden und ich bin auch enttäuscht, dass ich nicht in der Lage war, bei der Demonstration auch den Argumenten, die sie vorgetragen haben, zu begegnen und es darzulegen. Wir haben im Oberallgäu TBC, es sind 18 Betriebe, amtlich festgestellt. Wir mussten 758 Tiere töten.
Wir haben immer gesagt, dass da auch Tiere dabei sein können, wo TBC nicht festgestellt ist und es unter Umständen auf einen anderen Erreger reagiert hat. Aber trotzdem müssten wir in Betrieben, wo positive, negative sind, so reagieren, um auch künftig die Produktion im Allgäu mit Rohmilchprodukten sicherzustellen. Die Position der Landwirte war in Sonthofen deutlich hörbar und auch Landrat Gebhard Kaiser hat Stellung bezogen. Er betonte noch einmal, dass er gemeinsam mit den Bauern die Sicherheit von Rohmilchprodukten aus dem Oberallgäu gewährleisten will. Unter einem Strukturwandel leiden derzeit vor allem kleinere Dörfer. Immer mehr Einzelhandelsgeschäfte wandern ab in dichter besiedelte Gebiete. Leidtragende sind in erster Linie Menschen, die nicht so mobil sind. Dazu zählt insbesondere die ältere Generation. Inzwischen gibt es immer mehr Gemeinden, die mit Dorfläden diesem Trend entgegenwirken wollen. Daran beteiligt sind oftmals die Gemeinden selbst, aber auch die Bürger. Wie so etwas aussehen kann und welche Voraussetzungen es dafür braucht, wurde auf einer Tagung der IHK in Wolfertschwenden besprochen. Die Gemeinde Wolfertschwenden. Etwa 1.900 Einwohner leben hier in einer Lage, von der Menschen andererorts oft nur träumen können. Im Prinzip also eine Gemeinde, wie so viele andere auch im Allgäu. Genau hierher hat die IHK gestern Vertreter von Politik und kommunalen Verbänden eingeladen. Ziel war es, sie zu informieren, wie dem Strukturwandel im Einzelhandel, gerade im ländlichen Raum, begegnet werden kann. Denn die Zahl der Läden in Dörfern nimmt stetig ab. Es ist eigentlich schade, dass die Fragen meistens erst kommen, wenn die Strukturen weggebrochen sind, also wenn Einrichtungen nicht mehr da sind. Und da werden wir von Pronar gefragt, was könnte man tun? Darum versuchen wir, über das Thema Bewusstseinsbildung im Vorfeld schon zu sensibilisieren. Wir sind immer wieder auch eingeladen bei Kommunen und können dem Gemeinderat aufzeigen, welche Lösungsansätze es gibt. Und dann merkt man erst in der Diskussion, dass eigentlich Strukturen brüchig sind. Ein Beispiel, wie es funktionieren kann, konnten sich die Teilnehmer im Dorfladen in Wolfertschwenden ansehen. Seit 7 Jahren ist er einer der Eckpfeiler in der Nahversorgung des Ortes. Die Gemeinde ist an seinem Betrieb beteiligt. Wichtig, um solche Läden neu in einem Dorf zu etablieren, sei vor allem, dass sich die Menschen mit ihm identifizierten. Der Bürgermeister, der Gemeinderat, Stadtrat, der kann die Weichen stellen. Er kann analysieren, er kann eine Strategiediskussion ansteuern, er kann es moderieren, aber er muss die Bürger mit erreichen, dass die Bürger sich beteiligen. Und wenn wir es schaffen, dass wir Bürger auch finanziell beteiligen, ideell beteiligen an einem Dorfladen, einer Dorfladengesellschaft oder Genossenschaft, haben die natürlich einen ganz anderen Bezug, weil sie sagen, der gehört eigentlich mit mir. Und ich denke, wenn ich im eigenen Laden einkaufe, habe ich einen anderen Bezug, als wenn ich bei einem Fremden einkaufe. Die Bedeutung von Dorfläden wird in den kommenden Jahren sogar noch zunehmen. Grund dafür sei die immer älter werdende Gesellschaft, Stichwort demografischer Wandel. Der wird uns innerhalb der nächsten 10 Jahre natürlich erwischen. Und hier ist es natürlich auch über so einen Dorfladen dann wieder einfacher, die Kunden in die Mitte zu locken und ihnen hier auch die zentrale Versorgung zu ermöglichen. Ein Dorfladen kann aber nicht nur die Menschen wohnortnah mit Lebensmitteln versorgen. Er spielt auch eine wichtige Rolle innerhalb einer Dorfgesellschaft. Diese Erfahrung hat man in Wolfertschwenden gemacht. Ja, das ist ein sehr entscheidender Punkt. Denn wenn es in der Gemeinde keine Kommunikationspunkte mehr gibt, keine Orte mehr gibt, Gastwirtschaft, einen Laden, vielleicht auch die Kirche, dann entfremdet man sich im Ort und dann verliert man auch die Wurzeln zu seiner Gemeinde. Und das wäre vermutlich fatal für ein Dorf. Immerhin sind das einige der Punkte, die viele Menschen an solchen Orten wie Wolfertschwenden schätzen. Jetzt ist er endlich da, der Sommer, mit Spitzenwerten um 38 Grad in Teilen Deutschlands. Viel trinken ist da wichtig. Und wer kann, sucht im Freibad oder im See eine Abkühlung. Am Wiedergeltinger Baggerweiher war ein paar Unbekannten nur baden, aber wohl zu wenig. Sie nutzten dort einen Bagger als Sprungturm. Zuvor waren sie in die Fahrerkabine eingebrochen und hatten das Fahrzeug kurzgeschlossen, um näher an den Weiher zu fahren. Der Eigentümer des Baggers sowie einige Zeugen haben das Geschehen beobachtet. Die Ermittlungen laufen noch. Die Polizei bittet deshalb um sachdienliche Hinweise an 08247 96800. Das heiße Wetter hat aber auch eine Kehrseite, denn oft entladen sich am Abend heftige Gewitter. So geschehen auch im Raum Lindau. Dort war gestern Abend sogar der Bahnverkehr beeinträchtigt. Die Bilder haben wir gleich für Sie in Kompakt. Musik.
Sie wollen mehr? Dann besuchen Sie die MIA, die Erlebnismesse für das Ostallgäu. Informieren Sie sich bei über 160 Anbietern aus Handel, Handwerk und Dienstleistung. Entdecken Sie erlebnisreiche Aktionen und ein buntes Programm für Groß und Klein. Die MIA 2013 vom 21. bis 23. Juni im Allgäu Messecenter Kaufbeuren. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.messe-mia.de. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse. Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Avia Pellets, die Flüsterpellets, bestehen zu 100% aus heimischem Holz. Leise und sauber liefern wir Wärme für Ihr Zuhause, dort, wo Sie uns brauchen. Unser produktschonendes System sorgt dafür, dass der Staubanteil Ihres Brennstoffes nicht erhöht wird. Gut für Sie, gut für die Umwelt. Avia Pellets, die Flüsterpellets, geliefert von einem Partner aus Ihrer Region. Radl Stadel Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadel Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Die Allgäuer Freilichtbühne in Altusried. Einzigartiger Schauplatz für bewegende Momente. Don Quixote, von einem, der auszog, die Welt zu retten. Erleben Sie die aufregenden und komischen Abenteuer des Ritters von der traurigen Gestalt und seinem getreuen Knappen Sancho Panza. 500 Mitwirkende, farbenprächtige Kostüme, herrliche Bühnenbilder und mitreißende Musik. Don Quixote auf der Freilichtbühne Altusried. Ein Theatererlebnis, das man nicht vergisst. Infos und Karten unter 08373 92200 oder E-Mail kb@altusried.de. Für jeden das passende Rad. Radlstadel. Dickenreishausen. Radl-stadel.de. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Ab Dietmannsried in ganz Europa. Erleben Sie mit Arnold die schönsten Fahrten und Rundreisen in europäische Länder. Angenehm reisen, gut erholen. Mit Arnold Europa entdecken. Die Meldungen vom 19. Juni 2013. Ab Mitte August kann der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren wieder in der heimischen Sparkassen-Arena trainieren. Das wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben. Wie berichtet, war das Stadion sanierungsbedürftig und musste deshalb Ende letzten Jahres geschlossen werden. Seit Mai wird das Stadion in Kaufbeuren nun saniert. Das Unwetter gestern Abend hat zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte am Bodensee geführt. Der Starkregen ließ Wasser in mehrere Keller und eine Turnhalle laufen. Mehrere Straßen und Wege in Lindau wurden überschwemmt und auch Gullideckel konnten den Wassermengen nicht standhalten. Wegen umgestürzter Bäume im Bereich Heuriedweg musste der Zugverkehr zwischen Bregenz und Lindau eingestellt werden. In Wasserburg riss der Sturm ein Boot aus dem Bojenplatz und wurde darauf beschädigt ans Ufer gespült. Bisher liegen noch keine Angaben über den Gesamtschaden vor. Zwei Personen wurden leicht verletzt. In Marktoberdorf und Obergünzburg schließen die Kliniken zum 30. Juni. Danach werden in Marktoberdorf nur noch die Diabetes-Sprechstunden und die Sprechstunde der Wundambulanz abgehalten. Die berufsgenossenschaftliche und Notfallambulanz ist dort bis einschließlich 28. Juni geöffnet. Das Krankenhaus in Obergünzburg übernimmt noch bis 30. Juni die Erstversorgung der Patienten, wenn ein operativer Notfall vorliegt. Für die weitere Behandlung werden die Patienten ins Klinikum nach Kaufbeuren verlegt. Ambulante Notfälle und Arbeitsunfälle werden in Obergünzburg bis 30. Juni rund um die Uhr behandelt. Ab 1. Juli übernehmen die Krankenhäuser in Kaufbeuren, Buchloe und Füssen die Versorgung aller Patienten.
Die Elektrifizierung der Bahnlinie München-Memmingen-Lindau muss zügig umgesetzt werden. Das teilt der Landtagsabgeordnete Josef Miller nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen aus Baden-Württemberg mit. Die Finanzierungslücke der 310 Millionen Euro teuren Maßnahme konnte geschlossen werden. Der damit verbundene Planungsstopp wurde aufgehoben. Man müsse der Bahn nun Dampf machen, denn die Schweizer Mittel seien nur für den Fall einer Fertigstellung bis 2020 zugesagt. Nun müssen die Planungen der Bahnhöfe und Bahnübergänge sowie der Straßenüberführungen schnellstmöglich angefangen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Das Hutmuseum Reich der Hüte in Lindenberg erhält dieses Jahr eine Förderung von 470.000 Euro. Das hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags gestern befürwortet. Das Geld kommt aus dem Kulturfonds Bayern. Der gesamte Förderbetrag von fast 1,8 Millionen Euro wird über mehrere Jahre verteilt. Auch das Museum für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren bekommt eine Unterstützung von insgesamt 1 Million Euro. Die diesjährige Bezuschussung für den laufenden Bau liegt bei 250.000 Euro. Das Landestheater Schwaben profitiert ebenfalls von der Fördermaßnahme. Für die vergangenen Theatertage bekommt die Memminger Bühne 41.000 Euro. Drei Schülerinnen aus Wertach sind heute von Ministerpräsident Horst Seehofer als Lebensretterinnen ausgezeichnet worden. Die heute 16-jährigen Mädchen hatten vor 2 Jahren einen kleinen Jungen in Nesselwang vor dem Ertrinken gerettet. Eines der Mädchen hatte den Jungen beim Tauchen beobachtet und wunderte sich zunächst, dass der Junge so lange unter Wasser bleiben kann. Als das Mädchen realisierte, dass sich der Junge in Lebensgefahr befindet, sprang sie ins Wasser und rettete den Jungen. Mit Mühe konnten die drei Mädchen den bewusstlosen Jungen über Wasser halten. Der Zweijährige konnte wiederbelebt werden und kam mit dem Schrecken davon. Im Rahmen eines Freundschaftsbesuchs hat gestern der chinesische Botschafter Xu Kempten besucht. Dabei hat sich der Vertreter der Volksrepublik in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Ziel von Staatssekretär Gerd Müller war es unter anderem, das Interesse für Bayern und das Allgäu auf Seiten Chinas zu verstärken. Vor kurzem hatten beide ihre Unterschriften unter ein gemeinsames Abkommen gesetzt. Wir haben eine Partnerschaft im Bereich der Landwirtschaft unterzeichnet, ein deutsch-chinesisches Agrarzentrum auf den Weg gebracht. Davon profitieren auch Allgäuer Firmen. Wir müssen unsere Chancen nutzen, auch als Region. Auf uns aufmerksam machen, Werbung machen, uns interessant machen. China ist der Markt, der zweistellig mit 8-10% Wachstumsmarken wächst. Und hier haben wir natürlich schon Interessen und große Chancen. Der Botschafter betonte die große Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China für die Volksrepublik. Beispiele seien neben dem Bereich der Landwirtschaft auch Umwelttechnik und Bildung. Hier studieren auch viele chinesische Studenten Maschinenbau, auch im produzierenden Bereich. Brauchen wir auch enge Kontakte zwischen mittelständigen Unternehmen aus China und aus Deutschland. Wir möchten gerne Kontakte vermitteln und Brücken bauen, damit die Unternehmen auch mehr miteinander sprechen und mehr Geschäftskontakte anbahnen. Am Abend stand eine Gesprächsrunde zusammen mit Vertretern der Wirtschaft auf dem Programm. Botschafter Schön lobte dabei Deutschland als zuverlässigsten Partner Chinas weltweit. Abschluss der offiziellen Veranstaltung war dann eine Tanzvorführung sowie ein gemeinsames Essen. Das waren die Meldungen vom 19. Juni, dem bisher heißesten Tag des Jahres. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, sehen Sie jetzt. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. In der kommenden Nacht ist der Himmel im gesamten Sendegebiet klar. Das Thermometer sinkt am Alpenrand auf 18 und am Bodensee auf 23 Grad. Der Donnerstagvormittag bietet uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Luft erwärmt sich schon in der Früh auf höchstens 22 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages nehmen die Wolkenfelder zu. Gegen Abend müssen Sie mit teils heftigen Gewittern rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 29 Grad. Am Freitag bilden sich viele dichte Wolken und es wird von oben häufig nass. Die Temperaturen liegen bei maximal 22 Grad. Auch das Restwochenende bleibt trüb und nass kalt. Am Sonntag sinken die Werte im Unterallgäu auf 19 und am Alpenrand auf 18 Grad. Den Dienstwagen mit Steuervorteil über die Firma leasen, das geht schon lange.
Seit diesem Jahr ermöglicht das Gesetz das auch für Fahrräder. Eine Firma in Betzigau bietet ihren Mitarbeitern jetzt an, ein solches Jobrad zu leasen. So können die Mitarbeiter sich zum Beispiel ein Pedelec leisten und damit zur Arbeit fahren. Aber auch in der Freizeit dürfen sie das Firmenradl einsetzen. Seit Anfang des Monats ist das erste Jobrad in Betzigau im Einsatz. Wir haben die Besitzerin nach ihren Erfahrungen gefragt. Bei schönem Sommerwetter zur Arbeit radeln. Für Martina Bauer ist das seit kurzem möglich. Die Personalreferentin hat als erste Gebrauch vom neuen Angebot ihres Arbeitgebers gemacht, ein Jobrad über die Firma zu leasen. Dabei bezahlt die Firma die Leasingrate für das Rad und zieht sie Martina Bauer vom Gehalt ab. Dadurch spart die Arbeitnehmerin Steuern. Für das Radl zahlt sie eine Steuer von nur 1%. Das lohnt sich gerade bei Pedelecs, die in ihrer Anschaffung deutlich teurer sind als herkömmliche Fahrräder. Martina Bauer hat sich für ein sportliches Pedelec entschieden, das einem Mountainbike in nichts nachsteht. Ohne das neue Leasingmodell hätte sie dieses Fahrrad nicht gekauft. Einfach vom Preis her wäre es mir etwas zu viel gewesen, aber das Jobrad hat mir das jetzt ermöglicht, dass ich doch etwas mehr Geld ausgeben kann. Und durch die bequemen Raten im Monat und vor allem ich bekomme es noch günstiger, ist das eine tolle Sache für mich. Die Idee, den Mitarbeitern das günstige Fahrradleasing zu ermöglichen, hatte Geschäftsführer Uwe Nikrawitz. Für den sportlichen Chef hat Bewegung an der frischen Luft einen hohen Stellenwert. Ich selber merke ja auch, wenn man Sport treibt, dann geht es einem viel besser. Und so möchte ich ja auch meine Mitarbeiter animieren, sportlich zu sein. Und das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, tolle Idee, die Mitarbeiter zu unterstützen, eine sportliche Aktivität zu haben mit einem Fahrrad und da vielleicht zur Arbeit zu kommen und auch sonst bestimmte oder verschiedene Touren zu fahren, um einfach körperlich fit zu sein. Sportlich fit hält das Pedelec seine sportliche Besitzerin, aber verausgaben muss sie sich auch nicht. Bis zu 170 Kilometer weit reicht die Batterie. Ich bin ganz begeistert, ich kann nur schwärmen davon. Gerade hier im Allgäu haben wir doch unsere vielen Berge dazwischen und mich trägt es einfach drüber, einwandfrei. Der elektrische Hilfsmotor springt nur an, wenn Martina Bauer auch in die Pedale tritt. Ein gewisses Maß an Bewegung ist also garantiert. Jeden Tag nutzt sie das Rad aber nicht. Ja, ich fahre jetzt nicht bei jedem Wind und Wetter, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Man möchte sich ja auch dementsprechend mal anders kleiden. Also es ist eine gute Kombination und das schöne Wetter zu genießen ist natürlich herrlich. Wenn ich denke, nach Arbeitsende in ein heißes Auto zu setzen, ist natürlich auch nicht gerade das Beste, das Wahre. Und so genieße ich die frische Luft. Also es ist ein toller Ausgleich. So freut sich Martina Bauer auf den 7 Kilometer langen Heimweg nach der Arbeit, für den sie gerade mal 15 Minuten braucht. Ihre guten Erfahrungen mit dem Jobrad stoßen bei den Kollegen auf reges Interesse. Gut möglich also, dass in Betzigau schon bald neue Jobräder hinzukommen. Ausdrucksstarke, archaische Mischwesen aus Mensch, Tier und Pflanze. Darum geht es gleich bei uns. Bleiben Sie dran. Hallo, guten Abend. In jeder Situation klare Sicht mit der Fento Sekundenlasik. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Schluss mit dem Tarifdschungel. Klare Tarife und ein sicherer Wechsel mit Präg. Wir kümmern uns persönlich darum. Präg. Wir verstehen Energie. Grenzenlos. E-Biken durch Bayerns, Passauer Land und Oberösterreich. Radeln Sie mit einem Lächeln durch herrliche Wald- und Flusslandschaften bis hinauf zu wunderbaren Panoramaausblicken und entspannen Sie im Anschluss in den Thermen oder in einem ausgezeichneten Wellnesshotel. E-Bike-Touren und Verleihstationen finden Sie auf den Urlaubsseiten passauer-land.de. Sportschindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoor-Sport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude.
Prosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.prosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Prosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Natürlich abnehmen. Ich mache weiter. Ich traue mich wieder essen. Ich spüre mich wieder. Kein Kind muss dick sein. Ernährungsberatung mit Verena Berger. Wohlfühlgewicht und Genuss beim Essen heißt Freude am Leben. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. Sie erinnern an Fabelwesen, halb Tier, halb Mensch und regen die Fantasie an. Die Rede ist von den Holzskulpturen des Künstlers Klaus Hack. Das Künstlerhaus in Marktoberdorf hat jetzt eine Ausstellung mit den Werken des 47-jährigen Oberfranken zusammengestellt. Auch seine Zeichnungen, Holzschnitte und Drucke werden hier zu den Skulpturen in Beziehung gesetzt. Maja Heckelmann hat die Ausstellung zusammengestellt. Die Kuratorin gibt uns einen Einblick in das Schaffen des Künstlers Klaus Hack. Ob klein und zierlich oder groß und wuchtig. Eines ist den Skulpturen Klaus Hacks gemein. Sie strahlen etwas Natürliches, Erdhaftes, Warmes aus. Vor allem aber sind sie unverwechselbar. Naja, es sind sehr kraftvolle, ausdrucksstarke, archaische Arbeiten. Es sind Mischwesen aus Mensch, Tier, Pflanze und es ist eine sehr, sehr eigene Formensprache, die der Künstler entwickelt hat. Und die erkennt man und die sitzt. Und das ist das Besondere. Dahinter steckt ein sehr kreativer Künstler, der eine einzigartige Technik entwickelt hat, die Bildhauerei mit der Malerei zu verbinden. Die Ausstellung widmet einen ganzen Saal dem Spiel mit den Dimensionen. In diesem Raum sehen wir seine Drucktrommeln, so nennt Klaus Hack diese Arbeiten. Es sind Arbeiten, also Baumstämme, die er künstlerisch bearbeitet hat, erstmals als Skulptur. Die sind auch als Skulptur hier gezeigt und ausgestellt. Und im zweiten Schritt benutzt er diese Skulpturen oder diese Druckstöcke als Werkzeug, um sie eben als Holzschnitt dann auf Leinwand bzw. auf Nessel hier abzurollen. Diese eigenwillige Art des dreidimensionalen Holzschnitts fasziniert Maja Heckelmann. Sie möchte diese Technik deshalb auch den jüngsten Museumsbesuchern vermitteln. Wo ich diese Drucktrommeln im Atelier bei Klaus Hack gesehen habe, habe ich relativ schnell die Idee entwickelt, dass wir hier auch eine Kinderwerkstatt einrichten, eine Druckwerkstatt. Und da werden wir nicht mit Baumstämmen, sondern mit Kartoffeln arbeiten. Klaus Hack stammt aus Bayreuth. Er hat eine Schreinerlehre gemacht, in Nürnberg und Berlin Bildhauerei studiert. Heute lebt und arbeitet er im brandenburgischen Seefeld. Dass es jetzt ausgerechnet im Allgäu eine Hack-Ausstellung gibt, kommt dennoch nicht von ungefähr. Der Künstler ist der Region sehr verbunden. Klaus Hack hat eine relativ enge Verbindung darüber, dass sein Großvater in der Nähe von Füssen ein Grundstück sich gekauft hat und eine Hütte gebaut hat und das Ganze ausgebaut hat. Und Klaus Hack hat dort seit Kind auf eigentlich immer seine Ferien und viel Zeit verbracht. Und das hat er auch so beibehalten. Also die ist in Familienbesitz noch und er ist darüber sehr mit der Region irgendwie verbunden. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. September im Künstlerhaus in Marktoberdorf zu sehen. Interessierten bietet Maja Heckelmann außerdem am 3. und am 24. Juli Führungen an.
Künstlerisch geht es auch morgen bei uns zur Sache. Es geht auf die Bühne. Im Freilichttheater Egloffs wird in diesem Sommer das Stück Schwerter am Himmel aufgeführt. Die Premiere ist am 6. Juli und dafür proben die Darsteller auch schon fleißig. Wie das aussieht, zeigen wir Ihnen morgen. Außerdem ist Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse zu Gast bei uns im Studio. Er ist auch Vorsitzender des Regionalen Planungsverbands Allgäu. Der wiederum beschäftigt sich mit den Standorten für Windkrafträder. Wie da der aktuelle Stand ist, das wollen wir von Stefan Bosse wissen. Schalten Sie also auch morgen wieder ein, zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Schönen Abend noch.